Tagebuch. Das ist aber ein kurzes Also Tagebuch. Delilah will Emily dazu benutzen, Kaiserin zu werden. Das Heulen aus dem Jenseits. Das Fest der Fuge, das klingt so falsch, ey. Das klingt einfach so falsch. Emily Caldwin. Scheiße, hat euch das schon mal jemand gesagt? Nice. Da liegt ein Kopf, vielleicht hat der euch das schon mal gesagt. Es sieht so scheiße aus hier, es sieht so mega scheiße aus. Alter, das hätte ich mal besser nicht dahingelegt, wa? So. Ich mach mal einen neuen Spielstand. Weil ich habe so das Gefühl, ich werde ein bisschen leichtsinnig. Dadurch, dass die komischen alten Hexen hier so ein bisschen, oder dass die schwachen Hexen hier so ein bisschen sehr behindert sind. Seid gründlich. Wir müssen sicher gehen. Ich werde es nicht. Aber doch nichts. Du weißt gar nicht, wo ich bin, Alter. Komm mal klar, jetzt ist... Ich werde dich schon finden. Nein, bist du nicht. Du wirst nämlich sterben. Das ist alles, was du tust. Danke für meinen Bolzen. Oh, was malt denn hier alles, ey? Krass zu scheiße. Zack, habe ich mich da durchteleportiert. Gemälde betreten. Was geht denn jetzt ab? Du hast viele Talente, Doubt. Und sie halfen dir. Delilahs Talente sind ganz andere. Sie erschafft Bilder. Aber es ist mehr. Sie fängt den Geist ein, zwingt dem Opfer ihren Willen auf. Was es auch ist. Wir werden Zeuge ihres Meisterwerks. Und vielleicht auch des deinigen.
Du siehst jetzt, Emilys Leben steht auf dem Spiel. Delilahs und das Schicksal des Kaiserreichs. Das Ende naht. Und es war fabelhaft, wie du deinen Willen dem entgegengesetzt hast, was du selbst begonnen hast. Alle Dinge enden. Alles verbrennt zu Asche. Aber du, mein Freund, überstrahlst alles. Ja, wir verbrennen ganz schön hell, wa? Das Nichts. Wollen mal sehen, worum es wirklich geht, Delilah. Ja, das werden wir sehen, Daud. Das werden wir. Ist hier irgendwas? Sie haben meine Erwartungen erfüllt. Sie haben sich wie eine Maus eingeschlichen. Die Maus von Dunwall. Ich bin überrascht, dass Sie so weit gekommen sind. Durch Sie ist das alles für mich erst möglich geworden. Ich hätte gedacht, dass der kaiserliche Schutzherr in der letzten Minute auftaucht. Aber doch nicht Sie. Corvo hat wohl jede Menge zu tun. Tun Sie das für Emily? Lassen Sie's. Sie haben ihre Mutter vor ihren Augen ermordet und sie an eine Gaunerbande verkauft. Glauben Sie etwa, sie ist reif für den Thron? Nein. Das Mädchen Emily Caldwin wird den Geist von Delilah der Ersten haben, die nicht alles geerbt hat, sondern durch ihre eigene Genialität an die Macht gekommen ist. Deine Genialität konnte nicht verhindern, dass ich hier bin. Sie wird dich nicht schützen. Das ist richtig. Und wer waren ihre Opfer, Daud? Beamte? Bedienstete? Betrunkene Jungs auf Wache oder alte, zerbrechliche Aristokraten? Niemand wie ich! Ihre Mutter hätte ihnen beibringen sollen, Hexen nicht zu verärgern. Ich werde sie töten! Komm her! Sie sind überlegen! Alter, lass ihn, ey! Junge! Ah, so ein bisschen auf die Schnauze, ey! Ja! Ah! Auf die Schnauze! Auf deine Schnauze! Niemand sonst hat mich finden. Mir als Leibwand dienen. Ich werde ganz oben stehen. Wollen Sie sich deshalb aus dem Weg? Ihnen gehen bald in der Stimme. Und dann ziehen wir ihm die Haut ab. Oh,